So, jetzt hat sich ja hier alles beruhigt. Also wir haben die Möglichkeit, dass wir in dem Raum mit dem Schlafzimmer gehen, dass wir vielleicht Licht einschalten können. Oder wir können auch in Sols Zimmer gehen, wo letztes Mal ja dämonische Geräusche zu hören waren. Müssen mal schauen. Ich hoffe, es bleibt jetzt hier ruhig. Ihre Weinen. Frage ist, wo sind wir zuerst hin? Im Schlafzimmer? Gucken wir doch mal. Oh Gott. Okay. Da können wir jetzt einfach so rein. Das ist nur ein kleiner Raum, okay. Da ist eine Puppe, aber hier ist auch was. Diese Koffer gehören mir und meiner Frau. Ich verstehe das nicht. Marsha hat begonnen, ihre Tasche zu packen, aber sie hat nicht fertig gepackt. Achso, die haben also wohl wirklich hier gewohnt. Noch mit, okay. Eine Kassette. Marshas Aufzeichnungen. Eine Sprachaufzeichnung von Marsha, der Haushälterin der Hascher Villa. Auf dem Etikett auf der Kassette steht 11. September 1998. Spielen. Okay. What the fuck? Ja, auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass er Alexander heißt. Also ich weiß es wieder. Ich habe es ja vergessen gehabt, aber jetzt ja nochmal erwähnt, dass sie seit 6 Jahren hier wohnen. Niemand hier. Die Haschers haben sich die Gegend gerade wegen der ruhigen Lage ausgesucht. Und hier die Puppe. Eine Stoffpuppe mit einer Blume im Haar. Marsha hat einen schönen Mund an der Puppe genäht. Den Kindern hat es gefallen. Hier nehmen wir mit. Schallplatten von Frau Catherine. Sie schenkt sie ihr bei der Arbeit. Was haben die hier zu suchen? Können wir jetzt einfach so zurück? Also, wir haben eine weitere Puppe und wir wollten nochmal im Zimmer des Sohnes nachschauen und wir wollten gucken, dass wir irgendwie am Dachboden kommen. Von hier aus kommen wir auf jeden Fall nicht zum Dachboden. Wir sehen oben keine Luke. War hier nicht auch Licht an vorhin? Kann ich das wieder ausschalten? Wir lassen es mal an. Gott, wenn ich jetzt gleich fliehen muss, wo müsste ich denn hinrennen? Das zweite Zimmer von rechts, das Spielzimmer. Hasse das immer auf der Flucht zu sein, so ein bisschen. Okay, wir versuchen mal weiterzugehen.
Aber hier ist ja auch keine Luke oben, ja, zu sehen oben an der Decke. Und damit die Falltür quasi runterlassen kann. Ja, dann gehen wir mal in das Kinderzimmer. Ja, versuchen wir es mal im Kinderzimmer. Gott. Hier mussten wir das letzte Mal fliehen. Ich weiß es noch genau, mit Alina. Alter, was? Jesus, the door. Ich wusste es doch, hier ist es scheiße. Stay right there, you demon. Ja. Alter. Doch, genug Horror. Das reicht für heute. Oh nee, ey. Warum genau wollte ich das nochmal spielen? Die haben versucht, die Türe zu diesem Raum mit dem Bücherregal zu blockieren. Dann schieb es doch weg. Das hatten wir letztes Mal schon das Problem. So, der Dämon ist ja jetzt nicht mehr im Souls-Raum, oder? Doch. Also da sollten wir auch nicht reingehen. Aber ins Bad können wir. So, er muss das getan haben. Um Gottes Willen. Ja. Jetzt haben wir die nächste Puppe, ja. Aber das war jetzt anders mit der Tür. Wir mussten die Türe diesmal zuziehen und nicht zudrücken. Deswegen war ich gerade eben ein bisschen irritiert und wollte abhauen. Aber das war halt nicht der richtige Weg. So, wir gehen mal in das Spielzimmer. Jetzt haben wir ja, wie gesagt, die nächste Puppe. Leider kommen wir nicht in den Raum rein, weil da immer noch ein Dämon drin ist. Könnte die Tür öffnen, aber dann sterben wir wahrscheinlich. Das will ich nicht riskieren. Das letzte Mal war ich leichtsinnig und Alina ist gestorben. Deswegen sind wir mal ein bisschen vorsichtiger. So, unsere jetzige Puppe hat einen Mund. Ich lese nochmal eben vor, was wir hier haben. Und zwar war es die Rückseite. Eine hat Hunger, also macht ihre Freundin das Abendessen, weil es in der Küche gut riecht. Eine andere liest, während ihre Schwester ein Bad nimmt. Weil sie hungert, hat sie vielleicht deswegen einen Mund. Sitzt sie dann im Esszimmer, weil sie kann essen, weil sie die einzige Puppe ist mit Mund. Würde vielleicht Sinn machen, ne? Rote Stoffpuppe. Die hat auf jeden Fall Mund. Sie kann quasi essen. Betrachten. Marsha hat einen schönen Mund an der Puppe genäht. Den Kindern hat es gefallen. So, dann machen wir das doch mal. Die Puppe in das Esszimmer. Weil das die Puppe ist, die Hunger hat und essen kann, weil sie Mund hat. Hätten wir schon mal zwei Puppen. Die Frage ist, wie kommen wir die? Jetzt haben wir diesen. Irgendwie müssen wir auf den Dachboden kommen. In dem Raum hatten wir noch so eine Luke im Boden, die nicht zu öffnen war. Wir können mal gucken. Da können wir einfach so rein, da können wir nicht dran hören. Es sieht so aus, als hätte jemand die Leiter zum Dachboden hochgezogen. Ah, ja, Leute, wie soll man das denn wissen? Hätte ich jetzt im Leben nicht mitgerechnet. Knacke.
Wenn wir fliehen müssen, wäre das Arbeitszimmer oder das Spielzimmer die nächste Option. Gott. Nein. Wird das nicht. Dachboden ist nur ein Raum, ein relativ kleiner Raum. Hier ist ein rundes Bild. Ah, das Gemälde von 1798. Es muss das sein, was sie in der Treppe abgehangen haben. Abgehangen haben, vor allem, ja, extrem. So, da hatten wir einmal die 4, die 7 und jetzt dann die, in dem Fall 9, 8. Das wäre der Code unten für den Keller. 9, 8. Ich schreibe die 17 trotzdem als Gedankenstütze auf, falls es die 17 sein sollte. Ist dann 4, 7, 9, 8 der Code unten für den Tresor. Aber ich will nicht, dass das jetzt hier weitergeht. Weiß, es wird nicht gut enden. Das Bild war mir nie geheuer. August 1745. Es ist uralt. Die ganzen Gemälde da irgendwie nicht so geheuer, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, kümmere dich nicht um das Geheule hier im Raum. Vielleicht kann ich über das Gerüst hinunter ins Elternschlafzimmer klettern. Ich kletter einfach aus dem rechten Fenster. Soll ich durch dieses Fenster hinausklettern? Nein. Lass das mal. Nein, ich will da nicht gucken. Julia, is that you? Ja, vielleicht. Julius und Sauls Wiege, Marsha und ich, wir konnten keine Kinder bekommen. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Die Wege des Herrn. Wiege, ja. Die meisten Menschen fühlen sich durch dieses Gebet verängstigt, aber mich entspannt es. Gemalt im Jahre 1922. Ich das creepige Kind da anspricht, das ist doch eh nicht Julia. Julia, it's me, Alex. Are you all right? What is this? Papierschatten-Errungenschaft. Haschers Haikus. Sammelobjekt. Eine Reihe kleiner Gedichte von Sebastian P. Hascher. Niemand weiß, was ihn inspiriert hat. Lesen. Ein verlorener Freund. Was für ein Geschenk, wenn er das überhaupt noch ist. Halte die Türe im Auge im Raucherzimmer. Gesichtslose Gestalt. Okay. Ah ja. Julia, where are you? Hasse dieses Spiel. Diese Staffelei hat Frau Käffi benutzt, als sie mit der Malerei anfing. Schade, dass sie es aufgegeben hat. Sie war ziemlich gut. Ein scheußliches Porträt unseres Herrn Jesus Christus von Januar 1811. Nein. Dieses Hinausklettern, wir fallen da bestimmt runter und sind tot. Ja, wir könnten so natürlich in das Schlafzimmer kommen. Können aber auch unten jetzt quasi das Rätsel lösen mit dem Tresor. Ich weiß nicht, ob ich versuchen soll, aus dem Fenster zu klettern oder in den Keller soll.
meint ihr im Chat? Lieber mal runterklettern und gucken. Ja, die Zeichnung vom Fenster ist, also... Aber hier wären wir ja nicht im Schlafzimmer. Das ist das falsche Fenster. Aber warte mal, das ist ja ein Gerüst, ne? Hatte er gesagt. Nein, hier klettern wir nicht raus. Hier sind wir immer noch im falschen Raum sozusagen. Es müsste ja das Fenster hier sein. Weil hier sind wir dann im... Achso, genau, es gab eine... Eine Zeichnung. War das überhaupt noch? Das war's nicht. Das hier. Bauplan der Hascher-Villa. Eine Seitenansicht der Villa und ein paar Notizen darauf. Das Gerüst kommt... Hier, ich höre gerade Schritte. Gerüstaufbau, Außenseite lackieren, Lecks reparieren, lose Ziegel befestigen, alte Rohre prüfen. Ja, aber das sagt jetzt auch nicht gerade viel aus, ne? Vielleicht lassen wir das Schlafzimmer einfach, nachdem das letzte Mal mit Alina passiert ist, lassen wir das Schlafzimmer vielleicht jetzt erstmal außer Acht und gehen lieber in den Keller. Denn da, ja, ich meine, das macht es jetzt auch nicht besser, in den Keller zu gehen. Aber wir haben jetzt den Code, um den Tresor aufzubekommen im Keller. Und damit können wir auf jeden Fall das Rätsel im Keller lösen. Erstmal. Weil wenn ich da jetzt runterklettere und nachher stirbt der Charakter, ist es halt ja schon wieder so ein Tod, den ich hätte vermeiden können, weil ich wieder zu neugierig war, wie zuletzt mit Alina mit der Badewanne. Ja, das lassen wir mal lieber erstmal so sein. So, ich